Ist immer ein bisschen Joke. No front. Ja, das Bracket, es gab viele Upsets heute. Der gute Lidl-Teil ja auch Top 8. Ja. Weiß gar nicht, wen hast du geupsettet? Ich weiß nicht, war es überhaupt ein Upset? Gegen Dings habe ich gespielt, Strobo. Müsste ein Upset sein, glaube ich. Also laut Seed. Ja. Oh, der F-Smash da einfach durch den D-Tit. So, und ich habe Moodle geupsettet. Ach ja. Nice. Ein guter AFK-Upset. Ja, alles gut auf jeden Fall an Moodle, der heute leider nicht da sein kann. Ich frage mich, wie Schalke ihn edgeguarden will. Oder es überhaupt macht, aber... Muss er das? Also ich glaube... Eigentlich nicht, ne. Also mit Backair, mit Greninja auf jeden Fall kann man sehr, sehr gut edgeguarden. Oh, hat er gerade einfach mit der Nähe auf ihn gelandet, hat den F-Smash kurz gedodged, während Mac K.O. Punch hatte. Das war auf jeden Fall sehr, sehr ballsy von Schalke. Der hat gar keine Angst. Er kennt genau Hamsters Trick, aber holt den ersten Stock mit dem Pivot-F-Tilt. Ich würde mal behaupten, dass es dir nicht viel bringt, die Tricks zu kennen. Das stimmt. Sondern du musst halt wissen, was du dagegen machst. Und ich glaube nicht mal Hamster weiß, was er macht. Er fühlt einfach den Charakter. Okay. Ja, unser guter in real life Little Mac. Den Lüfe Charge macht er auch manchmal gegen unwissende Menschen. Kann ich mir vorstellen, dass es einfach klappt, wenn Leute denken, man kann es gar nicht interrupten, aber das sollte man mittlerweile in Berlin wissen. Ja, gut, dass er losgelassen hat. Ich glaube, es hätte ordentlich viel damit gemacht. Das wäre sehr wahrscheinlich ein Shitbreak gewesen. Ja. Der Down-Angled F-Smash ist ja so dieser Shit-Damage-Move. Da sind die drei Aerials kurz drin. Guter Aerial-Mac. Hamster Airlines zu ihrem Service. Down to Green Tree. Oh, ja. Ist er tot? Ja, er ist tot. Das meine ich halt. Also. Hätte vielleicht noch abbiegen können, dass ihm vielleicht irgendwie das Wasser von Greninja hochdrückt. So was kann passieren. Ist, glaube ich, einfach runtergefallen, wer aufgegeben hat. Okay, Klassiker. Er könnte... Oh nein, die Plattform, die fährt genau in dem Moment zurück, dass er recovern kann. Das war natürlich alles geplant von Hamster. Der hat die Timer genau im Visier. Er hat genau da die Risky Option gemacht. Smash, ja, da kommt er nicht mehr wieder. Nee, da kommt auch selbst ein Hamster nicht zurück. Hamster nicht dafür bekannt, fliegen zu können. Sie probieren es natürlich trotzdem, aber irgendwo ist dann doch das physikalische Limit. Vielleicht sollte er es mal mit einem Red Bull probieren, nicht nur immer Wasser. Na, ich glaube, Red Bull klingt nicht nach einem Hamstergetränk. Nee, stimmt auch wieder. Da ist ja Zucker drin. Hat er halt Flügel. Flügel, kein Bizeps. Wobei, wer weiß. Hamster schafft das schon irgendwie. Ich glaube auch. Das muss auch Losers sein, denke ich, ja. Ja, das ist auf jeden Fall Losers. Oben steht noch Müller Semi. Das müsste jetzt das Battle um Platz 4 sein. Ja. Oder? Ja, ich glaube, die sind beide Fünfter. Zweiter kommt, ich muss ein bisschen näher rangehen. Achso, ja, du bist ein bisschen weit weg. Ja. Okay. Einfach eine sehr gefährliche Stage gegen Hamster, finde ich. Einfach nicht so gefährlich wie Battlefield, aber es ist ähnlich. Ja, also in der Theorie natürlich sehr, sehr schlecht für Hamster, aber ist dem egal. Das ist dem ziemlich egal. Ich finde immer gefährlich bei der Stage diese D-Smash 2 Frames, die, ja. Die sind super gefährlich, weil die nochmal so ein bisschen weiter runter geangelt sind durch die Slants. Also ich zum Beispiel, ich werde davon immer getroffen aus der Stage. Ja. Shaki scheinbar besser als ich. Aber darum sitze ich auch hier beim Kommentieren und er spielt das Game. Und auch manchmal, wenn er den Lead hat oder behind ist, campt er auch manchmal auf der Top-Plattform und spammt einfach Down-Smash. Das Problem ist, dass eben Greninja nicht so die Option hat, irgendwie unter ihm zu covern. Ich meine, die Down-Air, die ist halt sehr committed. Ja. Oh, die Up-Kill. So, die Down-Air ist ja schon generell committed, aber dann noch gegen Little Mac. Okay, der Trade war wichtig. KO Punch ist ab. Auf jeden Fall... Scary, so einen KO-Punch zu haben, weil jetzt... Er benutzt auch nie, wenn er den Lead hat, den KO-Punch direkt. Er behält ihn direkt für den nächsten Stock. Digga, Daniel, du willst mich verarschen! Damit er dann sowas machen kann. Ich glaube, bei den Prozenten ist es auch egal, ob er einen F-Smash macht oder den... Das stimmt. Okay, aber guter Lead für Hamster bisher. Da ist die Dashtag Back ja von Shuttle. Ich mach mir jetzt zu, während die Leute da rumbrüllen, dass man das nicht im Commentary hört. Okay, Tech, nice.
Oh, der Downtilt. Nochmal Downtilt. Okay. Downtilt, Downtilt, Sidewee. Kommt ja der Counter, ne? Geht für die Downer. Ich glaube, wenn Lindemack offside Counter stirbt er einfach. Oh, kommt da nicht hin. Festlich an den Kopf, aber alles gut und das war's. Killt die? Ja, die killt da oben. Das ist der Hamster Classic. Der lacht ihn schon aus mit Set. Stell dir vor, du wirst einfach gehamstert im Set und der lacht dich noch aus. Ja, das ist wirklich der Hamster Classic auf der Top-Plattform. Immer Up-Tilt, Up-B. Okay. Schöne Conversion. Und das sind so die Punkte, da bist du eigentlich tot mit der Demek, aber. Hamster nicht. Ja, Hamster nicht. Okay. Ich muss auch sagen, es wird immer gesagt, ihn einfach zu gimpen und das kann immer passieren, aber Leute tun so, als wäre es einfacher, als es eigentlich ist. Also er mixt auch seine Recoveries meistens sehr gut ab. Oh, der Fair von Shuckle. Oh, schöne Fair von Shuckle. Oh, war das eine Fair? Ja, ich glaube schon. Jetzt auf jeden Fall. Sehr, sehr spannendes Match. Ich glaube, die Scores wurden noch nicht geupdatet. Ja, ist 1-0 Shuckle. 1-0 Shuckle. Ha? 1-0 Shuckle. Ich muss ehrlich sagen, ich wusste gar nicht mehr, wer Game 1 gewonnen hat. Ja, war doch. Ich weiß es nicht. Mein Gehirn ist. Charged F-Smash. Hat wahrscheinlich irgendwie eine Backroll oder einen Jump gecatcht. Okay, sieht er. Ansonsten. Er hat, glaube ich, irgendwie Backroll und einen Jump oder irgendwas gecatcht. Mhm. Die ersten paar Frames Backroll, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es Universal ist, aber auf jeden Fall so 4-5 Frames, die du vulnerable bist. Ja. Finde ich auch gut so, weil sonst. Ich kann halt gar nichts. Ja, sonst wäre Ultimate genauso wie Smash 4 einfach wieder ein RPG. Ja. Okay, der Music Counterpick von Tekken, okay. Oh ja, das ist ein Banger. Oh, Kitsch. Kitsch ist ein Banger. Okay. Stage habe ich jetzt nicht gesehen. Dann sehen wir gleich. Okay. Ist auf jeden Fall spannend. Das ist jetzt hat die Frame-Data im Kopf. Battlefield? Er ist wirklich Battlefield gegen Hamster gegangen. Also an sich ist die Stage halt auch an immer noch sich, gut gegen Hamster. Ja. Aber halt nicht gegen Hamster. Nee. Keiner wird es verstehen, außer ein Berliner. Oh. Vom da oben an der Plattform. Sehr, sehr gefährlich, hätte er wieder upbeat werden können. Ja. Auf der Stage ist Ceiling deutlich höher als auf Yoshis. Deswegen, da stirbst du ja nicht so ganz so schnell. Aber dafür die Plattform natürlich Lindemack freundlicher, weil der so ein Upsmash da auf der Plattform connecten kann. Ja. Jetzt kommt's. Oh. Hätte. Oh ja. Hat er wahrscheinlich den Air Dodge in reden wollen? Kann man der Air Dodge nach außen? Okay, der Newfie Charge into Air Dodge hat natürlich viel Endlag. Oh, knapp. Oh, guter Tag. Das ist auch einfach so, er charge den Smash und. Du hast einfach Angst um dein Leben. Ja. Oh, der Upsmash, nice. Upsmash trifft unter der Ledge. Ja. Macht er auch sehr gerne. Ja, und jetzt 150% da der K.O.-Punch. Und das ist der K.O.-Punch. Kein Tag? Oh. Ah. Respekt dich, aber versuchen, den zu treffen, weil das hätte gekillt, glaube ich, mit Rage. Ich glaube auch. Okay, aber kriegt ihr gute Up-Tilts? Greninja jetzt auch kein Heavy, Rage. Ja, jetzt sind auch so diese Prozente, wo diese Greninja-Kombos gar nicht mehr connecten. Ja. Der muss einfach einen Wall-Kill-Move treffen. Ja. Das ist so dieses, das gleiche Problem, was Falco manchmal hat. Ja. Fall-Throw killt auch noch nicht. Ich glaube, da kommt er nicht hoch. Doch, er kommt hoch. Hamster und Downhead ihn. Oh. Upsmash, killt fast. Richtig spiken die Downer. Nee, lieber nicht. Ein richtiger OP-Spike. So ein Kasuya-Näher-Spike. Ich finde, den Hamster-Buff, den braucht unsere Region nicht. Okay, stimmt. Ich habe schon genug Angst. Okay, Three-Stock lead bis. Oh, was war gecountert? Hat die Side-B einfach gecountert? Alter. Der Three-Stock. Bei wie viel Prozent ist er gestorben, bitte? Ich glaube, bei 40. Also nach dem Hit 46. Ja, bei vor irgendwie 20. Full Rage, Hamster ist sehr gefährlich. Ja, für alle, die nicht wissen, was gehamstert werden heißt, das. Genau das heißt gehamstert werden, ja. Ja, noch hat Hamster natürlich nicht gewonnen, aber ich sag mal so, ja, das. Steve. Das mentale Momentum, das hat er jetzt auf jeden Fall. Ja. 2-1, ja. So, wer weiß, vielleicht geht der Game 5 dann auch nochmal plant. Ja. Sollte es dazu kommen, wer weiß es. Kann so. Wirklich gut sein. Also, so muss man Hamster besiegen, einfach. Dazu drängen, andere Charakter zu spielen. Ja. Okay.
Ist auch keine Battlefield-Variation mehr für nee. Hamster. Hollow Bastion, weiß ich nicht, wie gut es ist für Hamster. Okay, gute Abi. Run auf Abi. Auch eine interessante Option. Ja. Oh, Down Tilt, der nice. Oh ja, stimmt. Der, normalerweise ist der Grab von Greninja ziemlich kacke, weil der so ein bisschen langsamer ist als alle Grabs, aber dafür ein bisschen mehr Range hat. Ja. Aber das bisschen langsamer, das ist ein deutlich höheres Downgrade. Aber in dem Matchup kann ich mir vorstellen, dass es gar nicht so bad ist, weil das bisschen Range genau das ist, was dir sonst vielleicht fehlt gegen Han, gegen Little Mac. Weil man diesen heftigen Pushback hat bei so F-Smash oder sowas. Ja. So, in Theory ist Little Mac ja super, super unsafe on Shield, aber so in Practice, durch diesen Shield-Stun-Pushback können sehr, sehr viele Charakter einfach oft gar nicht punishen oder wenn denn nur schlecht punishen. Mhm. Oh ja, gute Backer. Nice Backer. Und jetzt auf jeden Fall. Oh ja, das war's. Die Abi, die Kid. Ja. Ja. Nice. Oh. Keine Gefahr für den Hamster. Nee, für Hamster ist gar nichts. Oh. Nice Conversion. So, ich frage mich immer, war das jetzt true oder war es einfach Hamster? Ich glaube, es war Hamster. Oh, fast der Shield Break. Natürlich muss der liebe Schakel aufpassen. Ah. Aber sein Shield müsste jetzt schon wieder so ein bisschen zurück sein. Mhm. Kein Shield zu haben gegen Lindenberg ist auf jeden Fall scary. Smash. Up-Smash nicht ganz so safe, wo wir eben davon geredet haben. Er wird nicht KO punchen, ja. Das sag ich ja. Also ja, der Up-Smash. Der Up-Smash reicht vollkommen aus. So, jetzt braucht er so diese Casual 30% und dann. Ah. Okay, never mind. Ungefähr. Okay, nice. Kein Jump. Oh. Oh, trifft leider nicht die komplette Side-B. Nach oben, okay. Wusste, dass es killt. Oh. Ja, wir haben ja schon gesehen, der Shuckle-Counter hat einfach gemisst. Ja. Heute. Ledge Drum, der geht für Ledge Drum Side-B. Oh, wieder sehr, sehr kleines Shield. Also wir sehen, er hat jetzt gerade keine Lust zu schielen, er jumpt einfach ein bisschen. Ja. Genau, so sollte man es auch machen. Ist auch generell gut gegen Ledemek. Ja. Geht wieder für die Air-Combos. Das geht noch nicht, aber das nächste Mal. Gefährlich. Hm. Kann natürlich leicht geedgeguardet werden. Wartet. Oh, die Falling Up Air into Up B. Und er wurde offiziell gehamstert. Is that a thing? Es ist auf jeden Fall ein. Ist das ein Combo? Falling Up Air into Up B, Digga.